Willkommen zurück zu Kingdom Hearts Birth by Sleep. Im letzten Part haben wir den Secret Final Boss gemacht. Das war nur so eine herzlose Schattenbestie im Reich der Dunkelheit. Mit Arc war mega episch, aber wir waren irgendwie overleveled für den. Hätte man schon mit Level 30 oder so machen können. Aber ja, so ist es halt. War ziemlich easy. War cool gemacht. Die Atmosphäre auch im Reich der Dunkelheit hat mir sehr gefallen. Waren ein paar kleine nette Rätsel drin. Das war so labyrinthartig aufgebaut. Richtig, richtig episch. Bereue es auf jeden Fall nicht, das gemacht zu haben. Und es hat einen Einblick gegeben auf A Fragmentary Passage. Was halt den Anschluss Let's Play wieder von mir ist. Soll ja nur 3 Stunden oder so gehen oder 2 Stunden sogar nur. Das ist die Fortsetzung der Story quasi. Aqua in HD auf der PS4. Das ist mit der Engine von Kingdom Hearts 3 schon. Da freue ich mich besonders drauf. Ganz ehrlich, das wird bestimmt mega episch. Aber gut, jetzt machen wir die Arenen. Arena-Challenges. Wird mega easy. Ich weiß, ich habe schon manche gemacht, aber wir machen nochmal alles von vorne. Warum nicht? Es wird eh schnell gehen, Freunde. Level 75, sag ich nur. Ich hab schon extra die Level für die Secret-Bosse. Dann schaffst du die nicht, wenn du nicht ein gewisses Level erreicht hast. Level 70 brauchst du angeblich für die schwierigsten Bosse. Ich bin jetzt 75. Das Lustige ist ja, Google meinte, Sephiroth wäre genauso schwer wie der Mysterious Typ da beim Land des Aufbruchs. Das ist ein Secret-Boss in diesem Spiel. Komischerweise muss man für Sephiroth aber Level 80 mindestens sein, um überhaupt eine Chance zu haben. Hier musst du nur Level 70 sein, also wie soll der genauso schwer sein wie Sephiroth? Niemand ist so stark wie Sephiroth. Das wundert mich übrigens nicht, dass es hier One-Hits sind, weil diese Challenge war schon immer einfach. Das ist halt die erste Herausforderung. Aber das mit Monstro, das könnte interessant werden. Ich meine, ja, wir haben uns damals ja auch schon ein bisschen ran aufgehalten. Bringen wir mal ein paar Minen hier hin. Das ist mein final Moveset. Das würde ich so behalten. Ich hoffe, damit kann man die Secret-Bosse besiegen. Echt keine Vorstellung, wie stark die sind. Das ist halt blind, ne? Eine Vorstellung, wie stark die sind, hätte ich das Level anpassen können. Weil Sephiroth damals wusste, ich muss Level 100 sein. Ich habe bis Level 100, glaube ich, gelevelt. Oh, war ich nur Level 80? Ich denke, Level 100 war ich noch. Lang, lang ist es her. Ach nö, nicht ihr. Nicht diese dreckigen Raben. Na super. Kommt Tornadoschlag. Ja, nicht getroffen. Goddammit, Mann. Diese dreckigen Bastarde von Raben. Ich hasse diese Gegner, ihr wisst es. Ich glaube, wir haben sie in der Pfanne gehauen. Jo. Boss Time. Dup, 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 dup. Mal gucken, wie schnell wir den kaputt kriegen. Ich gebe ihm 20 Sekunden. Wir haben ja schon mal alles gemacht, wo wir underleveled waren. Da waren wir wirklich underleveled. Und wenn ich underleveled sage, dann meine ich auch underleveled. Da waren die normalen Gegner super gefährlich. Wer das sehen will, der muss es nochmal anschauen. Das ist schon ein bisschen her. Weil das hier ist halt kein Challenge mehr. Jetzt sind wir overleveled. Ah, mein Gott. Ja. Einfach nur Face. Damals sind wir immer ausgewichen und mussten ganz Moves von dem studieren. Jetzt einfach hau drauf, Taktik, und es reicht. Sehr schön. Juhu. 0-mal geheilt. Ja, warum auch? Gibt aber kaum Medaillen. Meine Fresse, ich muss nur 9999 Medaillen machen. Immer noch. Retourenkutsche. Bis zur letzten Minute in 6 Minuten. Das haben wir nicht gemacht. Steht neu. Haben wir noch nie gemacht, Freunde. Das ist jetzt neu. Sehr schön. Yeah, sehr gut. Ach, guck. Jetzt sind wir hier. Bei Cinderella. Palast der Träume nennt sich das hier. Hat aber auch Schwierigkeit 1, glaube ich, gehabt. Kutsche. Ach, da kommt bestimmt die Kutsche wieder als Boss. Das ist interessant, weil die Kutsche war ja der Boss von Aqua, oder? Ja, von Aqua. Jetzt muss Ventus den machen. Ja. Passiert. Blitzsturz, so geil, Mann. Habe ich extra gecraftet. Das haben wir nicht gefunden. Das kann man nicht finden mit Ventus. Muss man craften. Wenn ihr wissen wollt, wie es geht, Feuer, Sturzlauf und Blitz. Gar. Muss man kombinieren. Toll, was machen die eigentlich hier? Das sind jetzt diese Minenarbeiter. Oh, Schatztruhen. Die geben viel Geld. Nicht, dass ich es brauchen würde oder so. Hätte lieber Medaillen gerne. Ja, die kann man nicht kaufen. Das wäre cool, wenn man Medaillen für Geld kaufen könnte. Soll ich bitte ganz Geld?
Gott, ich glaube, jetzt hier echt nur Schatztruhe. Das ist lustig, es gibt wirklich noch Challenges mit Schatztruhe. Ich habe das mit Terra schon mal gemacht. Diese Challenge habe ich mit Terra, glaube ich, noch nicht gemacht, oder? Nee, ich denke nicht. Habe ich offscreen schon mal gemacht. Einfach, weil ich Bock drauf hatte. Lasst mich! Also, es ist nicht wirklich blind. Das hier ist schon blind, aber das ist gerade mit den Schatztruhen, das ist nicht blind dann. Es gibt wirklich eine nervige Mission. Da bist du beim Pinball-Tisch in Disney Town und musst immer hoch pinballen und. Ah! Das ist richtig eklig. Das werden wir noch erleben. Keine Angst. Ich weiß nicht, ob wir alle Challenges in diesem Part durchkriegen. Weil wir sind so gut gelevelt. Könnten wir eigentlich machen, ne? Ich weiß halt nicht, wie viele das sind. Oh mein Gott! Komm her, du Arsch! Geht doch. Auch du! Danke. Mann, wie viele kommen denn hier? Ist ja nicht mehr lustig mit denen. Tornadoschlag. Special Ability von Ventus. Kann nur er. Deswegen habe ich es reingenommen. Verbraucht aber zwei Plätze. Ich weiß nicht, ob es worth ist. Naja. Ah, oh Mann, dieser blöde Heiler. Was ist das? Das war's schon. Easy. Na, die Kutsche nochmal. Die haben wir schon mal gemacht. Jetzt sind wir vor allem nicht overpowered. Was will die jetzt überhaupt? Was willst du, du blöde Kutsche? Das ist keine Chance. Tornadoschlag, let's go. Ich so viel Damage gemacht, ne? Ich glaube, hier ist wieder die Haut drauf. Taktik gefragt. Wow, die hält ja sogar was aus. Das ist ja sogar eine Challenge hier. Das heißt Challenge, aber ist nicht free. Da doch, free im Sinne von, weil sie überhaupt kein Damage macht. Die olle Kutsche. Unsere Abwehr ist zu hoch. Tja, Pech für dich. Und goodbye. Aber doch nicht schwer, ne? Ja, es war echt hart. Da geht's down. Und die Kutsche ist besiegt. Yes. Unter 6 Minuten. Bonusmedaillen. Mehr gibt's übrigens nicht. Diese Special Challenges sind sowas von irrelevant. Ich hab nur extra Medaillen. Yeah. Okay, nächste Challenge. Riskante Reichtümer. Ja, das ist das erste davon. Und das zweite davon ist richtig nervig. Das geht noch. Das kenne ich. Das ist jetzt nicht blind. Hab ich mit Terra schon gemacht. Genau, das ist in dieser Höhle. Am Schädelfelsen in Nimmerland. Genau. Passt ja auch ganz gut, ne? Schatzruhen. In der Pirateninsel. Das war ziemlich gut. Das Problem ist, diese Schatztruhen, die greifen auch ganz gerne an, ja? Schatztruhe setzt Schaufler. Schaufler war nicht sehr effektiv. Weil Ventus Level 75 ist. Ja, es war aber auch mit Terra Level 40 keine Challenge. Ganz ehrlich, ist super einfach. Glaube ich auch nur Schwierigkeit 2 gehabt. Von 5, Freunde. Von 5. Ich denke, die 5er wären schon eine Challenge. Selbst mit Level 75. Und fertig, fertig. Ja, ich denke schon, Mann. Es gibt einen Secret Boss, der nennt sich Erakus Rüstung. Er soll ähnliche Moves haben wie Erakus. Und Erakus hat mich so demoliert damals in Terra Story. Ich habe ein bisschen Angst vor, ganz ehrlich. Nur viel schwerer sein als Erakus. Das wird lustig. Aber ich glaube, die konnte ich schon mit Level 60 hinkriegen. Also 75, vielleicht ist es dann doch nicht mehr so schwer. Na, 70 muss für diesen Mysterious Typ sein. Soll der echt der härteste sein. Und No Hard gibt's noch, ist auch ein Secret Boss. Kriegst du erst, wenn du Arena Stufe 30 hast. Den konntest du in der PSP-Version nur mit zwei Leuten machen. Habe ich gelesen. Und hier mussten alleine hinkriegen. Der wird auch hart sein. Das könnte. Und. Vielleicht sogar. Ist der der schwierigste Boss? Ich weiß es nicht. Aber wie ich das so gelesen habe, soll dieser Mysterious Typ der schwierigste sein. Und der Mysterious Typ ist tatsächlich Xehanort. Meinen Fans zumindest. Weil es gibt einen Typ in Dream Drop Distance. Irgendwie auch so ein Xehanort-Verschnitt, der die gleichen Moves hat. Und deswegen meinen viele, dass es Young Xehanort, genau, Young Xehanort. So. Der soll es sein. Keine Ahnung, Mann.
Ich hab Dream Drop Distance ja nicht gespielt. Könnte man mal irgendwann Let's Playen, aber nicht nach Fragmental Passage. Das kommt im Anschluss. Ich denke nicht, dass wir drei Kingdom Hearts Let's Plays hintereinander machen. Nee. Das machen wir nicht. So gerne ich die Reihe mag. Aber es kommt noch irgendwann. Was wahrscheinlich nicht kommt, ist Chain of Memories. Das macht mir überhaupt keinen Spaß. Naja. So viel Off-Topic, aber ganz ehrlich, ist auch besser Off-Topic zu reden, als hier diese Scheiße zu kommentieren. Weil diese Challenge ist echt lame. Nur Schatztruhen-Slayen, das ist alles. Das ist echt langweilig. Muss ich einfach sagen, ist Real Talk. Oh, hier haben wir schon ganz schön viel Damage gemacht. Aber ich habe mich halt null mal geheilt, ne? Die haben mehr Damage gemacht als die Kutsche. Krass. Whatever. Hier kann man übrigens Geld farmen, wenn man es nötig hat. Die Schatztruhen droppen halt viel Geld. Ich habe nicht genug Taler. Pech gehabt. Arena Stufe 19. Terra hat, glaube ich, schon Arena Stufe 20. Aber ist ja auch egal. Weberfieber. Ach, das war auch Level 1 noch. Jetzt kommt erst Level 2. Jetzt sind ein bisschen stärker geworden. Übermacht der Meister 8 Mal oder mehr. Hä? Whatever. Weberfieber. Das habe ich auch schon mit Terra gemacht, genau. Das ist der Endboss von... Ja, genau. Der erste Boss von Terra war es, glaube ich. Der ist hier der Boss. Eisviecher hier. Das war auch nicht schwer. Oh, wobei, vier dicke. Ah, die sind ziemlich low gelevelt. Erinnert ihr euch noch an Monstro? Was sie alle für eine riesige Lebensleiste hatten? Die haben nicht so ein krasses Level, aber Monstro schon. Ich würde mal sagen, wenn man idealerweise Monster besiegen will, muss man schon so Level 50, 55 sein oder vielleicht sogar 60. Wir haben jetzt 75. Das ist auf jeden Fall machbar. Machen wir übrigens auch nochmal. Weil damals war es so ein Quälerei-Run gegen Monster. Jetzt wird es, denke ich, schon so 5 Minuten. Ja, vonstatten gehen eigentlich. Das kriegen wir hin. Muss relativ fix gehen. Gott, wollen sie aber echt wissen hier. Nervig. Die nächsten bitte. Steht da eigentlich, wie viele Runden das ist? Das war damals bei Hercules Cups in Kingdom Hearts 1, stand es da immer. Der Hades Cup hatte ja 50 Runden. So lange Cups gibt es hier nicht. Ich weiß nicht. Die Rundenzahl, die steht da. Ich überlese das nur immer. Und zack. Was ist das? Jo, jetzt kommt schon wieder der Boss. So einfach, ey. Schreckspindel. Ja, wenn die mir einen Schrecken einjagen soll. Lächerlich. Zeitlupenfeuer ist wirklich nur in Zeitlupe. Das ist mega geil. Was auf den Gegner trifft, das trifft dann dreimal hintereinander oder so. Ist echt nicht schlecht. Deswegen habe ich es ja drin. Guck mal, wie wenig Leben der nur hat. Ist auch ein Witz. Die Gegner sind ein ziemlich schlechter Witz sogar. Ja, friss. Frissiert. Und Tornado. Oh, doch, der hat ja doch noch einiges an Leben. Ups. Das war nur irgendein Segment, was so wenig hatte. Gut. Nicht wohl verguckt. Oh, Rhythmemeister, wie habe ich das auch immer aktiviert? Ich weiß nie, wie man das aktiviert, aber ist mega geil gerade. Wieso heile ich mich eigentlich ständig? Oh, wie schnell der Daumen war. Ich glaube, ich zerstöre sein Segmento, die geben halt Lebenskugeln. I like it. Gewonnen. Wie gewonnen, so zerronnen. Boah, Rhythmemeister ist so overpowered, aber ich weiß nie, wie man es aktiviert. Hab ich bis heute nicht verstanden. Naja. Ja, Arena Stufe 20. 10 Stufen noch. Dann kann man No-Hearts herausfordern. Weberfieber, geächteter Wächter. Ja, den hatten wir auch schon mal gemacht. Aber egal. Der ist ein bisschen schwieriger gewesen. War sogar echt eine Herausforderung. Aber ich weiß nicht. Mit Level 75 wahrscheinlich nicht. Nein, wir haben den damals mit Level
25 oder so geschafft. Wir haben Monster sogar mit Level 25 geschafft, was wirklich eine Leistung war, die sich sehen lassen kann. Seriously. Wir haben hier Award für verdienen dürfen. Das war echt skillig. Also wer jetzt sagt, du musst so ein hohes Level haben, um das zu schaffen. Guck diesen Run, wo ich das mit Level 25 oder was vorher gemacht habe. Hab mich durchgeskillt. Nach jedem Hit musste ich mich heilen, aber ich habe immer überlebt. Das war ein richtiges Survival, Mann. Spaß gemacht. Oh, jetzt ist auch mal cool, zur Abwechslung ein bisschen zu rushen. Ich meine, es sind eh nur Gegnerparaden, die langsam und gemächlich Resident Sleeper-mäßig durchmachen oder jetzt einfach durchrushe. Lieber durchrushen, oder? Warum nicht? Hauptsächlich Secret-Bosse wären nicht zu einfach mit Level 75, aber das sind Secret-Bosse, Junge. Waren sogar mit Level 100 in Kingdom Hearts 1 immer noch eine Herausforderung. Ich weiß halt nicht, wie das Spiel tickt. Sieht halt bei anderen Teilen aus. Kingdom Hearts 2, Sephiroth-Kampf, musste auch Level 100 sein. Der war sowieso noch schwerer als in Teil 1. Der war richtig gestört. Wer das sehen will, empfehle ich die letzten paar von meinen Kingdom Hearts 1 und 2 Let's Plays gegen Sephiroth. Holy shit. Oh mein Gott, war es ein Rage-Kampf. So ausgerastet, ey. Zu Recht. Einer der stärksten Bosse der Videospielgeschichte, Sephiroth. Safe. Du bist der Letzte? Du bist das Letzte. Ne, ist nicht der Letzte. Ich hab jetzt schon wieder nicht geguckt, ob da wirklich steht, wie viele Gegnerparaden da kommen, wie viele Runden. Die immer vor hinten angreifen. Guckt man ja ein bisschen mehr aus, ne? Das ist direkt ein Eisangriff. Damit ist er instant weg. Nice. Jetzt müssen wir uns sogar heilen. Also würde sich jetzt langsam anbieten. Ah, es wird langsam anspruchsvoller. Das ist mit Level 75. Not bad. Ist immer noch sau einfach, aber trotzdem. Trotzdem. Komm, ich heile mich jetzt mal. Sicher. Feuerbrunst! Nur ein Gegner gekillt. Voll wasted. Man kann ja nicht mehr normal angreifen, wenn das aktiviert wurde. Kann man nur das machen. Ist leider so. Das ist die bittere Wahrheit. Ja, komm. Stimmt, das habe ich freigeschaltet, wie ich es auch immer gemacht habe. Mit dem Kommandobrett habe ich das gekriegt. Ragnarok. Das war auch irgendeine Fähigkeit für Sora in Kingdom Hearts 1. Ziemlich gut auf jeden Fall. Ist hier ein Angriffsmove. Mal reingenommen, ich habe es noch gar nicht ausprobiert. Können wir gleich mal machen. Irgendwelche Energieprojekte, ob das gut ist? Keine Ahnung, ich lasse jetzt mal einfach drin, warum nicht? Jetzt kommt der Boss. Bin gespannt. Ja, wird nicht so einfach. Das war die bessere Version von den ersten Eisenwächtern, ne? Oh Gott. Augenkontakt. Ach, viel Leben hat er nicht. Ja, nervig, der Dude. Oh mein Gott! Ich glaube, die Secret-Bosse werden trotzdem eine Challenge. Guck mal, wie viel Damage der gemacht hat, der Wichser. Der hat ordentlich reingehauen. Der ist ja jetzt immer noch eine große Gefahr. So ein Geier. Ernsthaft? Von wegen, ich kann ihn jetzt gerade downrushen. Nix. Alter, was? Der ist immer noch so stark. Dieser Gegner ist wirklich eine Drohne. Haben wir jetzt viel Damage gemacht, aber... What? Level 75. Am Ende muss ich doch Level 100 machen. Ja, ich versuche die Bosse mit 75 Balls. Ja, ist doch echt hart. Scheiße, Mann. Ich bin overlevelt. Ja, aber ich find's gut, dass ich nicht overlevelt bin, weil... Der hat schon Bock auf Resident Sleeper Gameplay. Das war cool. Ich meine, wir haben schnell down gekriegt, aber er hätte uns auch schnell down kriegen können. Eine Kombo-Hälfte weg, zwei Kombos tot. Ist klar, ne? Könnt ihr euch ausrechnen. Holy fuck. Schwierigkeitsstufe 2 war es nur? Ha, ernsthaft? Als ob. Ja, yeah, 5555 Medaillen. 4444 fehlen noch. Viel zu Batman. Ja, muss ich offscreen irgendwie kriegen. Monster gibt, glaube ich, viele Medaillen. Doppelgänger. Oh, Doppelgänger war auch hart. Nicht, dass ich jetzt auch Level 75 Doppelgänger. Nicht, dass die Doppelgänger jetzt auch Level 75 sind. Krass. Ich hoffe nicht. Ansonsten müssen wir halt diese starken Doppelgänger besiegen. Nein, mein Gott. Muss ich irgendwie schaffen, ne? See ya. Ja, den Ragnarok gleich ausprobieren. Ja, komm. Ich will mal wissen, was der macht. Bring it.
Okay, ganz viele einzelne Strahlen. Ach, das ist so ähnlich wie das von Aqua mit diesem Regenbogen-Scheiß. Nur bei ihm ist es halt kein Cup of Pride. Kein Regenbogen. Sieh. Und stirb. Ah, in dem Moment teleportiert er sich weg. Dreckiger Missgeburt, ey. Runde 3. Und ich habe schon wieder nicht geguckt. Das hat, glaube ich, 5 Runden oder so. Auch nur 4. Keine Ahnung. Oh, Rhythmemeister. Boxen. Nice. Das ist so cool. Guck mal, wie schnell man ist und was man hier erschafft. Schlüpft man selbst quasi in die Rolle von einem Secret-Boss. So fühlt sich das jedenfalls an. So stark ist der Shit. Ich brauch das jetzt nicht. Mann, dass man es nicht canceln kann. Tornado! Damn. Oh. Das trifft es echt nicht schlecht. Ah, ich lasse den mal drin, den Tornado-Schlag. Lol, Ars Velo-Zitat ist aber schon eh nicht mehr gesehen. Nicht schlecht. Das wurde wahrscheinlich wegen dem Tornado jetzt aktiviert. Warum nicht? Das ist halt die erste Form, die man quasi mit Ventus hatte. Und BAM! Ich finde die ziemlich weak eigentlich. Wie gesagt, die erste Form, ne? Ist klar, dass sie weak ist. Boah, was sind das für viele Gegner hier? Die hätte ich mal Ragnarök aktivieren sollen. Seriously, das werde ich jetzt auch noch machen. Und zack, los geht's. Yes. Er ist im Rage-Mode. Und den können wir jetzt gerade in die Pfanne hauen. Sehr schön. Und der Boss kommt schon. Runde 5, Runde 4. Steht jetzt eh nur Finalrunde gegen den Magier. Es gibt sogar noch eine bessere Version von dem Magier. Die habe ich noch nie gemacht, nicht mal mit Terra. Von der habe ich ein bisschen Angst. Weil der war schon ziemlich krass. Naja. Der ist ja gegen Magie, glaube ich, immun gewesen. Deswegen greifen wir mal nur normal an. Ja, ich bin gerade verwirrt oder so. Geh in eine falsche Richtung. Arschloch, Mann. Ah! Das, den kannst du nicht angreifen. Ich glaube, der ist immun, wenn er den Scheiß macht. Mann, wie lange machst du denn noch den Scheiß? Oh mein Gott, der ist, ist immer noch eine Challenge. Geht das überhaupt? Ja doch, das geht. Sonst war er eigentlich gegen Magie immun. Na gut, das ist ja nicht wirklich ein Zauber. Hau drauf, geht nicht gegen den. Komm. Machen wir es so, wie es sein soll. Hat er echt Spaß dran, mit seinen Strahlen zu arbeiten. Jetzt müssen die Doppelgänger kommen. Ja. Nee, doch nur nicht. Sind die Doppelgänger? Sind die im Urlaub oder so? Ich glaube, die sind im Urlaub. Auf Malle. Cocktails saufen am Strand. Ja, tatsächlich, die Doppelgänger kommen nicht. Ah, doch. Okay. Nee, der ist nicht Level 75. Dann will der mehr Damage machen, oder? Das Problem ist, es werden immer mehr. Wir müssen diese Karten jetzt besiegen. Jetzt haben wir gleich 5 Gegner auf einmal. Oh Gott. Ich kann schon nichts mehr machen. Alter, scheiße. Alter, scheiße. Das ist wirklich anspruchsvoll. Gott. Dieser Boss ist so gestört. War ich schon immer schwer. Komm, kommt alle her. Ja, geht schön in die Minen. Das macht Spaß. Ah, jetzt haben sie keine Chance gegen Rhythmemeister. Das können die nämlich nicht. Der Boss ist übrigens mit jedem Charakter anders. Weil Aqua, die zaubert halt mehr. Terra ist halt der typische Haut-Drauf-Typ. Ist klar, ne? Dass er mit Terra nicht Ventus-Doppelgänger erschafft, ne? Könnt ihr euch denken. Aqua ist am schwierigsten.
Weil er eben halt diese Magieresistenz hat. Krass, ich hab mich sogar dreimal geheilt. Wenn ich mir einmal mehr geheilt hätte, hätte ich doch lieber das Bonusziel erreicht, obwohl ich Level 75 bin. Könnt ihr mal sehen. Schadenspruchsvoll. Ein Mann-Armee. Schatzast, harsche Schafe, eiskalt. Ja, da ist er. Nachahm-Alarm. Boah, es sind aber echt nur einige, ey. Holy fuck. Ich muss langsam den Part, glaube ich, beenden. Aber das machen wir noch einen Mann-Armee. Ja. Das ist nervig. Das können wir eigentlich auch noch machen, weil damit möchte ich nicht gerne den Part beginnen. Das ist richtig Resident Sleeper. Aber gut. Wir machen jetzt erstmal das hier. Ein Mann-Armee. Zeug, du Feuer! Ja. Hör auf! Ich wollte euch doch mal Kater Carlos zeigen. Ach, man kann hier gar keinen D-Link machen. Oh. Dann muss ich euch Kater Carlo mal bei Gelegenheit zeigen. Als Bonuspart oder so, keine Ahnung. Ich habe euch ja auch alle anderen D-Links gezeigt. Wäre blöd, wenn ich Carlo euch vorenthalten würde. Hoi Kids, ich bin Carlo. Werft den Arm hoch, gebt mir ein Hallo. Ah ja. Gut mit Meister, ey. Sind wir eh wieder alle tot. Mann, ich will nicht. Kann man das nicht canceln? Warum kann man das nicht canceln? Mann, nervig. Oh, ich hab's schon wieder nicht geguckt, wie viele Runden. Mann, ich guck nie. Immer so energiegeladen. Ich gehe direkt in die Schlacht quasi. Naja. Passt schon. Ey, Digga, was geht? Fetten wieder, ey. Ach, komm schon. Schön, Tornado-Schlag hast du unterbrochen. Nicht sehr sozial. Das war nicht nett. Das wisst ihr, ne? Ihr wollt ja Assi sein. Ihr seid ja schließlich die Bösen. Alter, bist du besoffen, Ventus? Machst du so eine Angriffsserie und nichts trifft? Null. Und der ist am Spender oder was hier? Der? Was ist los mit denen, ey? Was ist hier heute los? Ventus ist besoffen, die Gegner sind am Schlafen. Komische Szenen spielen sich hier ab. Tornado! Yes! Bam! Und nochmal. Ah, ne, jetzt hat er seine Form aktiviert. Ich will die nicht, die Scheiße. Das ist nur sehr schnell damit, aber. Gerade gegen so einen Secret-Boss oder so kann ich diese Scheiße nicht gebrauchen. Oh Gott. Das sehe ich jetzt erst. Wir müssen uns dringend teilen. Und das mit Level 75. Das ist okay. Ich denke, ich habe alles richtig gemacht. Oh nein. Die müssen wir loswerden. Die können vergiften. Die müssen weg. Nervensägen. Alter, das war gut. Ja, die meine Fresse, wie viele sind hier? Da ist ja noch einer. Are you for reals? Ventus ist echt besoffen. Alter. Was trinkst du für Alkohol, ey? Oh, ich trinke schön Wodka und schön mit Orangensaft. Ja, schön für dich, aber nicht vorm Kämpfen, please. In Zukunft lassen wir das, ne? Alter. Ich denke, das ist die letzte Gegnerparade, dann kommt der Boss. Was ziemlich interessant ist, weil dieser Boss, der hier ja kommt, ist ja dieser komische. Ja, diese Kampfrüstung, die unversierte Kampfrüstung, so nenne ich die immer. Und in Hollow Bestien muss man die ja zu dritt besiegen. Und hier bist du jetzt alleine, aber ganz ehrlich, ich glaube, dieser Boss wird nicht so schwer. Gucken wir mal. Mit dem Tag vor Abendblumen. Fang.
Zeitlupenfeuer mit Zeitlupentempo. Das ist eher so ein Nahkampfangriff. Tornado. Ja, Mann. Du bist der Letzte? Du bist das Letzte, Rhythmemeister. Goodbye, mein Lord. Komm, ich will das behalten, ich will das behalten, ich will das behalten. Ja, wir behalten das. Der Boss hat keine Chance, wir haben Rhythmemeister. Was will er machen? Kann aufgeben. Erhebe die weiße Fahne. Das ist schon die weiße Rüstung, aber es zählt nicht. Muss die weiße Fahne sein. Alter, guckt euch diesen Schaden an. Er ist schon tot. Er ist schon fast tot. Da. Ist das sick. Ja, nee, ist klar. Oh nein, der Angriff. Mich mit Aqua ausgenockt hat und er macht immer noch guten Schaden. Kann ich mich bitte heilen? Danke. Zeit im Feuer! Yeah. Guck mal, wie oft das Schaden macht. Das ist wirklich gut. Das glaubt ihr nicht. Komm her. Ja, wieder Rhythmemeister, wie macht das? Wie aktiviere ich den so schnell? Easy game, easy life. Der Typ kommt ja gar nichts. Schlechter als der vorherige Boss. Der Magier war schwerer. Safe. Muss mich mehrmals heilen. Doppelgänger war einfach so stark. Nicht meine Gesamtzeit geschafft. Krass. Na, Freunde, wir machen das noch. Diesen Resident Sleeper Scheiß hier. Na, damit werde ich sicherlich nicht den nächsten Part anfangen. Ist mir scheißegal, ob der Part Überlänge bekommt. Das machen wir noch. Das zackt nämlich. Ihr könnt meinetwegen abschalten. Danke fürs Ansehen dann. Weil das ist, das wollt ihr nicht sehen hier. Das, ich habe es mit Terra schon gemacht. Das war kein Size Fuck. So, ihr denkt, das sind die einzigen Gegner, die hier sind? Nö. Wir müssen jetzt hier diese Bumper benutzen, um da oben zu gelangen. Wahrscheinlich guckt das euch jetzt deswegen an, weil ich mich so aufrege, ne? Hä? Ja, jetzt müssen wir nicht diese hässliche Bumper benutzen und da oben sind noch mehrere Gegner. Ach, das ist so blöd gemacht, ey. Warum hat... Ja, und da fällt es wieder runter und muss wieder hoch. Oh, das ist so scheiße. Damit kannst du kein Part anfangen. Deswegen mache ich es lieber jetzt. Ja, schön. Funktioniert ja wieder klasse. Nice programmiert. Kappa. Ja, jetzt sind wir auf dieser Arena. Jetzt kommen unten gleich aber auch wieder Gegner. Wenn man die besiegt hat, kommen oben wieder Gegner. Man muss immer wieder hoch, runter. Das ist so dumm gemacht. Und wenn die einen runterstoßen, aber wenn man... die Gegner runterschlägt. Ja. Du musst auch wieder hoch und runter. Das ist so scheiße designt hier. Jetzt ist unten noch eine einzige Truhe, die runtergefallen ist. Jetzt bauen oben wieder neue Gegner, glaube ich. Das heißt, wir müssen wieder hoch. Das ist so scheiße gemacht. Gut, wie ich das Spiel finde, diese Arena-Challenge ist Cancer. Ja, natürlich triffst du noch. Ach, komm schon, ey, was habt ihr euch hierbei gedacht? Ja, ist das der richtige Bumper? Muss auch den richtigen Bumper finden. Weil eben habe ich einen genommen, der eben mal nicht hierhin führt. Bringt nichts. Ja schon. Sind hier ein paar Gegner. Und deswegen muss ich extra hoch. So ist das. Hey, steh geblieben. Und jetzt hier wenigstens das Neue, ja. Besiegen wir die oben erstmal, dann geht's wieder nach unten und dann geht's wieder da oben. Oh, das ist so doof. Mann, das ist so schlecht gemacht. Ah, sorry, aber das ist wirklich scheiße. Alle tot? Ja. Ah, unten sind wir die einige Truhen jetzt. Ist okay. Können vielleicht mehr Minen platzieren. Wenn neue Gegner spawnen, dann können die vielleicht direkt in die Minen laufen und dann schon sterben. Oben werde ich mal Minen hinlegen. Ja. Ich denke, das ist ganz sinnvoll. Hier sehe ich jetzt nichts, das heißt, oben sind schon wieder die Gegner nur. Ja, tatsächlich. Wie schlecht. Wie schlecht das ist. Bloß nicht runterfallen, Ventus. Pass auf. So, ich lege jetzt hier mal ein paar Minen hin. In Hoffnung, wenn wir die Gegner hier unten jetzt besiegt haben, dass die Gegner, die oben spawnen, direkt die Minen abkriegen. Oh ne, und dann noch Raben, genau, das war auch noch das Problem. Da kommen auch noch Raben und die fliegen durch den gesamten Raum. Das ist auch so nervig, die zu catchen.
Ah, ich hasse diese Arena. Wobei an sich die Idee voll gut ist, ne? Mit den verschiedenen Arenen. Ich meine, bei Kingdom Hearts 1, bei Kingdom Hearts 2 hast du immer nur die gleiche Arena gehabt. Es war immer die gleiche Arena. Hier ist wenigstens verschiedene Arenen, aber trotzdem auf diese Arena hier kann ich verzichten mit dem Pinball. Ich stelle mich ganz gut hin, hier an, hier hochzukommen, aber ganz ehrlich. Das ist trotzdem nicht cool. Ja, und jetzt die Raben. Toll. Wenn man sie catchen will, muss man hier oben runter. Ja, ich will hier oben sicherlich nicht runter. Komm. Blöder Drecksrabe. So, einer ist hier noch. Oh nein, ich will nicht runter. Ich werde hier auch nicht runtergehen. Werde ich nicht tun. Pech gehabt. Was, es sind zwei Raben noch? Nein. Und ich bin runtergefallen. Das ist zum Kotzen. Das ist so eine Scheiße, ey. Was haben die sich dabei gedacht? Sind die eigentlich vollkommen bescheuert gewesen, die Entwickler? Beim Design dieser Arena, ey. Ja, super gemacht, Ventus. Ich bin so stolz auf dich. So stolz auf dich. Minen, please. Danke. Jetzt sind die ganzen Schatztruhen da unten. Na gut. Deswegen. Die halt alle gleichzeitig kaputt mit dem Blitzsturz. Die können auch vergiften? Ernsthaft? Seit wann das denn? Schon immer? Letzte Runde. Nice. Das Schöne ist, bei den Schatzmissionen gibt's... Ah, oh, das war der falsche Bumper. Da gibt's nie einen Boss. Das heißt, dann ist wirklich Ende. Wenn die besiegt haben jetzt. Zum Glück. Weil ich will auch keinen Boss in dieser Arena machen. Ganz ehrlich. Hands down, Freunde. Das will, glaube ich, keiner. Was ist das überhaupt für ein pinker Scheiß da? Da fallen manchmal die Gegner durch. Das ist so dumm. Und jetzt bin ich auch durchgefallen. Was ist das für ein Bug? Habt ihr das gesehen? Das ist bescheuert, Mann. Ich will, dass es auch macht, dass es aufhört, Freunde. Ich will nicht mehr. Das Arena ist so bad. See ya. Bye, my lord. Schön Schatztruhe, ey. Nach Hause gehen. Ah, solange hier unten Gegner spawnen, ist mir das egal. Ach, sind sogar diese besonderen hier. Sehr schön. Komm. Die sind so agil und schwierig zu treffen. Na, die hauen zum Glück voll alleine ab. Muss sie ja gar nicht vernichten. Mich interessieren schon diese Eiscreme-Rezepte. Ein scharfes Eis konnte ich machen. Aber mehr auch nicht. Ach komm schon. Sag mir, dass es die letzten Gegner sind. Ich habe keine Lust mehr auf diese Mission, die suckt. Zack und goodbye. Ja, es waren die letzten. Sehr, sehr schön. Oh, damit kannst du auch keinen Part beginnen, deswegen machen wir das hier noch. Beziehungsweise deswegen habe ich es noch am Ende gemacht. Die richtig harten Sachen machen wir im nächsten Part, Freunde. Wieder ganz knapp nicht diese Mission gemacht. 22. Das ist, glaube ich, jetzt World's Terrace Arena Stufe. Naja. Freunde, Daumen hoch, falls es gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr es gerne favorisieren. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal, wenn wir wirklich die schwierigen Sachen machen. Harsche Strafe gegen den Wächter, der am Boden ist mit seinem riesigen Hammer. Hier kommt tatsächlich der Eisgigant. Dann noch ein schwieriger Nachahmer. Doppel-Arena-Bosse und Monster nochmal. Und dann gibt es die Bossparade, die man dann erst freischaltet. Mit Arena-Stufe 25 und Arena-Stufe 25 werden wir erreichen. Was ist da eigentlich? Ultra-Angriffsformel. Komm, die kaufen wir mal. Auch Erzmagier-Formel. Die kannst du nur hier kriegen. Sind natürlich die ganzen Medaillen weg. Ich denke, das hat sich trotzdem gelohnt, oder? Die habe ich schon alle gekauft, genau. Triogramm wäre vielleicht ganz cool. Was denn? Drei Slots, als ob. Triogramm aber auch. Holy shit. Ist das wert? Das wüsste man. Ich glaube, diese Sachen kaufe ich nicht. Würde dann echt mehr als Triogramm mir gönnen. Also ikonisch ist. Gut, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao.